Report München. Unsere Themen: Tauziehen in München macht Poker in der CSU. Keine Ärzte, keine Operationssäle, Schwerstverletzte ohne Hilfe. Kampf gegen die Vogelgrippe, Aktionismus statt Grundlagenforschung. Verbraucherschutz aus der Schublade, EU-Bürokraten ruinieren Bauern. Urteil um jeden Preis, der Augsburger Justizskandal. Vogelgrippe, dieses Wort löst Ängste in der Bevölkerung aus. Und die Ängste werden auch dadurch geschürt, dass der eine Experte dieses und der andere Experte das sagt. Es ist kein Wunder, dass verunsicherte Bürger die Grippemittelregale der Apotheken leer kaufen und die Arztpraxen belagern. Momentan gibt es sicherlich noch keinen Grund zur Panik, denn das Virus hat Deutschland noch nicht erreicht. Und es ist auch zweifelhaft, ob das Vogelgrippevirus wirklich so einfach den Menschen infizieren kann. Allerdings muss die Frage erlaubt sein, ob in der Vergangenheit genug für die Grundlagenforschung getan wurde. Meine Kollegin Helga van Ooyen berichtet darüber, wie wichtige Forschungsergebnisse unbeachtet blieben und in den Schubladen der Bürokratie verschwanden. Wir sind darauf vorbereitet. Wir nehmen jeden Verdachtsfall sehr ernst. Beteiligen uns daran, dass ein Impfstoff entwickelt werden kann. Konsequente professionelle Vorsorge. H5N1, nun auch in Europa. Und die Politik versichert uns bei jeder Gelegenheit, dass alles zu unserem Schutz unternommen wird. Noch besteht für Menschen keine akute Gefahr. Doch Experten warnen schon lange vor einer Grippepandemie. Dann müssen wir weltweit mit weit über 100 Millionen Toten rechnen, einer mehrfachen Zahl an Erkrankten. Wenn das für Deutschland runtergerechnet wird, dann müssen hier mit 100 bis 200.000 Toten rechnen und vielen 100.000 Krankenhausbehandlungen, vielen Millionen Infizierten, die ambulant behandelt werden müssen. Das überfordert mit Sicherheit das Gesundheitssystem in Deutschland. 20 Millionen Euro investiert die Bundesregierung in die Herstellung eines Impfstoffes. Trotzdem wird dieser erst Wochen nach dem Ausbruch einer Grippewelle zur Verfügung stehen. Denn die Entwicklung kann erst abgeschlossen werden, wenn das Virus bekannt ist. Für diese Überbrückungszeit stehen nur zwei Medikamente zur Verfügung, Tamiflu und Relanza. Die Bundesländer haben mit der Einlagerung dieser Medikamente begonnen. Doch bereits jetzt gibt es Produktionsengpässe. Außerdem werden erste Fälle von Resistenzen gemeldet. Experten fordern dringend die Entwicklung weiterer Wirkstoffe. Es gibt derzeit nur die beiden Hersteller. Und der Produktionsprozess ist eminent aufwendig. Es heißt, ad hoc können gar nicht mehr Firmen mit einsteigen. Deswegen brauchen wir dringend Forschung in weitere Substanzen. Neue Grippemedikamente? Dieser Mann glaubt, eine Lösung gefunden zu haben. Seit Jahren arbeitet die Firma Dr. Pandalis mit dem Extrakt der Zystusrose, eine Pflanze mit hohem Polyphenolgehalt. Die Pflanze hat Lebensmittelqualität. Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Die Rose wird in Griechenland geerntet und dann im niedersächsischen Glandorf zu einem Extrakt weiterverarbeitet. Ein Mittel, das vorbeugend auch bei einer Grippeepidemie eingesetzt werden kann, sagt Yorios Pandalis. Infektioneller Art, da hat man seit 2500 Jahren, das kann man verfolgen in der Medizingeschichte, hat man die Pflanze immer eingesetzt. Damals konnte man nicht unterscheiden, ob die Infektion bakteriell oder durch Viren hervorgerufen wird. Das war nämlich auch der Hintergrund, warum wir dachten, diese Pflanze nehmen wir in unser Repertoire, um zu testen bei den Grippeviren. Ein rein pflanzliches Mittel gegen eine hochpathogene Grippe? Wir wollen von Wissenschaftlern wissen, ob das sein kann. Friedrich-Löffler-Institut in Tübingen. Eine renommierte Einrichtung des Bundes, zuständig für die Tierseuchenbekämpfung. Die Mitarbeiter forschen zu BSE, Maul- und Klauenseuche und auch zur Vogelgrippe. Im Auftrag und finanziert vom Hersteller wird hier Zystus untersucht. Als erstes Fernsehteam überhaupt darf Report München im Sicherheitsbereich des Instituts drehen. Die Untersuchungen stehen unmittelbar vor dem Abschluss. Bei Zellkulturen, so viel lässt sich jetzt schon sagen, hat Zystus eine positive Wirkung. In einer Art Aquarium werden lebende Zellen zunächst mit dem Zystus-Wirkstoff benebelt.
Nach 20 Minuten kommen Viruserreger, die dem H5N1-Virus ähnlich sind, dazu. Zur Demonstration arbeiten die Forscher bei unserem Dreh mit einer ungefährlichen Substanz. Circa 100.000 bis 400.000 Viren werden pro Versuch vernebelt. Ungefähr so viel, wie ein kranker Mensch beim Niesen in seine Umgebung abgibt. Der Versuch wurde vielfach wiederholt, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Da, wo Sie jetzt hier diese Löcher sehen, da war praktisch das Virus in der Lage, Zellen zu infizieren. Einmal eine Infektion ohne das Pflanzenextrakt Cystus und hier einmal eine Infektion mit dem Pflanzenextrakt Cystus. Und man sieht ganz deutlich eine Reduktion der Viren, der Menge der Viren, die in der Lage waren, diese Zellen zu infizieren. Die Versuche am Friedrich-Löffler-Institut sind vielversprechend. Und sie bestätigen Forschungsergebnisse der Universität Münster. Der Grippeforscher Professor Stefan Ludwig hat bereits im Sommer dieses Jahres die Wirkung von Cystus an Zellkulturen untersucht. Im Rahmen dieser Zellkulturexperimente konnten wir eine überraschend gute hemmende Eigenschaft dieser Pflanzenextrakte auf die Vermehrung von Grippeviren in Zellen zeigen, wobei die Extrakte in den verwendeten Konzentrationen keinerlei schädigende Wirkung auf die Zellen hatten. Bisher wurde die Wirkung nur an Zellkulturen untersucht. Ob Cystus im menschlichen Körper gleiche Effekte hat, lässt sich erst nach klinischen Studien abschließend beurteilen. Trotzdem leiten Professor Ludwig und der Hersteller die Studie unmittelbar nach der Fertigstellung im August an das Bundesministerium für Verbraucherschutz weiter. Im Begleitschreiben heißt es: Nach unseren Untersuchungen liegt die begründete Vermutung nahe, dass das Präparat zur Bekämpfung der Vogelgrippe geeignet sein könnte. Wir haben keine Reaktion bekommen. Erwartet habe ich, dass die sich melden, dass die Interesse zeigen, dass die anrufen und sagen, hochinteressant, sehr toll, keine Nebenwirkungen, wunderbar. Dann machen wir mal gemeinsame Sitzungen und überlegen, wie wir die Forschung forcieren und wie wir überhaupt vorgehen. Aber null Reaktion. Dabei wäre angesichts der aktuellen Bedrohung eine öffentliche Unterstützung der Grippeforschung durchaus wünschenswert. Dass diese Mittel vorhanden sind, sieht man jetzt, dass in einer Art Panikreaktion für die Entwicklung eines Impfstoffes plötzlich 20 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Vielleicht hätte man sich überlegen sollen, diese Mittel schon frühzeitig in eine gerichtete Forschung zu investieren. Dann würde man eventuell jetzt mit einer größeren Ausstattung an Anti-Influenza-Medikamenten hier stehen und könnte gegen diese Bedrohung der Vogelgrippe, wäre besser gewappnet gegen diese Bedrohung der Vogelgrippe. Report München fragt nochmals nach und bekommt, anders als der Hersteller, umgehend eine Antwort. Darin heißt es: Das Ministerium hat in dieser Angelegenheit bisher noch keine Handlungsmöglichkeit gesehen, da die Untersuchungen zur Wirksamkeit noch laufen. Noch einmal. Dem Ministerium wurde bereits im August ein Forschungsbericht vorgelegt. Die Seuchenabwehr ist Aufgabe des Staates. Deshalb muss jeder Ansatzpunkt mit Nachdruck verfolgt werden. Denn unabhängig von der Vogelgrippe, Experten warnen, es ist nicht die Frage, ob, sondern wann eine Grippepandemie kommt. Das war's für heute. Alle Informationen zur Sendung und zu den Themen im Internet unter www.report.de. Report München wieder am 21. November und das Neueste vom Tage gleich um 22.30 Uhr hier im Ersten in den Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend.